Willkommen zurück, Peter hier, und heute möchte ich dir mal wieder die Augen öffnen, vor allem wenn du dich im Moment zu sicher fühlst mit Typ 2 Diabetes, dann jetzt mal gut aufgepasst. Es gibt ja ganz viele Leute, die denken, Typ 2 Diabetes ist nicht schlimm, damit kann man gut leben, solange man gut eingestellt ist und die Werte passen, alles top. Aber erzähl das doch mal den Leuten, die regelmäßig zur Dialyse müssen, weil es nicht mehr anders geht. Erzähl das doch mal den Leuten, die keinen Schritt mehr gehen können vor lauter Schmerzen, weil die Polyneuropathie schon so schlimm ist, die abends im Bett liegen vor lauter Schmerzen an den Füßen, weil es dann vielleicht erst richtig losgeht. Erzähl das doch mal denen, dass das nicht schlimm ist. Oder erzähl es vielleicht auch mal den Leuten, die schon einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten aufgrund von Typ 2 Diabetes, die jetzt stark in ihrer Lebensqualität eingeschränkt ist, und erzähl es vielleicht auch mal deren Familien, die genauso darunter leiden wie die Person selber. Erzähl das doch mal den Leuten und dann sag mir nochmal, es ist nicht schlimm, damit kann man gut leben. Es wird Zeit aufzuwachen, das Thema mal ernsthaft anzugehen, weil nur weil es bei dir noch nicht so weit ist, heißt das nicht, dass das nicht irgendwann mal kommt, dass das nicht vielleicht auf dich wartet in der Zukunft. Das kannst du nicht vorhersagen, auch wenn du jetzt noch gute Werte hast, kann das sich ratzfatz ändern. Also verlass dich doch nicht drauf, nur weil du jetzt eine Handvoll Medikamente nimmst und die Werte gut sind, dass das dann auch für immer so bleiben wird. Glaub mir eine Sache, das größte Problem bei dieser Krankheit ist, weil die Leute sich zu sicher fühlen, weil die Werte gut sind und nicht erwarten, dass da mal irgendwas Schlimmes kommen kann. Weil wo kommen denn diese ganzen schlimmen Folgen her? Das ist doch kein Hokuspokus oder Mythen und Sagen, die man sich erzählt, um den Leuten Angst zu machen. Das sind reale Situationen. Und diese Leute haben vielleicht auch gedacht, dass es nicht schlimm ist, dass man damit gut leben kann, dass da nichts passiert, solange man Medikamente nimmt und so ein bisschen Gemüse isst und die Süßigkeiten mal weglässt oder so. Das haben die auch alles gedacht. Und die sind jetzt an einem Punkt, da bereuen sie es, dass sie es auf die leichte Schulter genommen haben. Also wenn du doch jetzt noch Zeit hast und dir geht's noch gut, dann nutzt doch auch die Zeit, damit es auch so bleibt. Damit du dir um diese ganzen Dinge keine Gedanken machen musst. Und das geht doch. Man kann doch viel machen. Man hat doch viel selber in der Hand. Aber wenn man natürlich nichts macht und sich nur auf Medikamente verlässt, ja, dann wird auch nichts passieren. Also dann wird es natürlich nicht besser. Dann braucht man nur darauf warten. Und wenn man halt Pech hat, geht schneller. Und wenn man Glück hat, dann zieht sich's halt vielleicht ein bisschen länger hinaus. Aber das ist doch keine Option. Ich will es gar nicht haben und nicht erst später. Weil ich will doch nie in meiner Lebensqualität eingeschränkt sein. Ob jetzt das in 5, in 10 oder in 20 Jahren ist, ist doch dann egal, ich will es nie haben, diese Konsequenzen. Und je früher du das akzeptierst und anfängst, was dagegen zu tun, desto höher sind auch deine Chancen, dass du damit nie Probleme haben wirst. Also aufwachen, nicht denken, oh ja, das passt schon, alles gut, alles happy, ich nehme ein paar Medikamente, Blutzucker ist im guten Bereich, der Arzt sagt, ja, passt schon soweit, dann bin ich auch zufrieden. Nein, das kannst du dir nicht erlauben, du bist nicht in der Situation, wo du dir das erlauben kannst. Und glaub mir das, ich bekomm's doch mit bei den Leuten. Ich spreche doch mit Leuten, die es bereuen, dass sie nichts gemacht haben, die jetzt eben mit all diesen Problemen zu kämpfen haben, weil sie es auch auf die leichte Schulter genommen haben. Mach doch du das bitte nicht. Und selbst wenn du schon in so einer Situation bist oder schon massive Probleme hast, dann kannst du jetzt auch noch was machen, damit es zumindest nicht noch schlimmer wird und sich vielleicht dein Zustand auch noch verbessert. Das geht doch auch. Aber das passiert halt nicht vom Wünschen und Hoffen, sondern nur, wenn man was dagegen tut. Mach was dafür. Es geht hier um deine Gesundheit. Das ist wichtig. Und ich hoffe, dir ist es auch wichtig und ich hoffe, du machst was. Und wenn du nicht weißt, was, ja, dann musst du halt Hilfe holen. Wie in jedem anderen Lebensbereich auch. Wenn wir nicht selber vorankommen, wenn nichts passiert, dann braucht man halt irgendwie mal externe Unterstützung, damit wir mal so die ersten Schritte in die richtige Richtung überhaupt machen können, damit wir mal eine gewisse Basis haben, ein Verständnis für das Thema, damit es vorangeht, weil am Ende musst du es ja eh selber machen. Ja, dir nimmt keiner die Arbeit ab, aber wenn du doch schon Arbeit reinsteckst und Energie und Zeit, dann soll es ja auch was bringen am Ende des Tages. Dass man nicht am Ende wieder sagt, ah, jetzt bin frustriert und hat wieder nichts gebracht und ich stehe wieder auf Null, ja, und irgendwann sich selber aufgibt. Das macht natürlich keinen Sinn. Komm doch mal zu uns in ein Beratungsgespräch, geh mal auf www.peterseidel.com, dann kann ich dir das Ganze mal erklären, auf was es ankommt, wie man das Ganze angeht, was wirklich der Grund ist überhaupt für Typ 2 Diabetes, wie man das Problem an der Wurzel angeht und nicht nur die Symptome immer irgendwie unterdrückt, sondern wie man es richtig macht. Und dann liegt natürlich die Entscheidung bei dir, ob du das dann auch machst, aber zumindest weißt du dann, was du machen sollst. Das ist doch schon mal der erste Schritt. Und dann bist du schon mal viel weiter als die meisten anderen Diabetiker da draußen, die immer irgendwas probieren, was eh nicht funktionieren kann, was schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Also www.peterseidel.com, lass uns da mal sprechen, dann weißt mehr als die meisten anderen da draußen, die irgendwas versuchen, was nicht klappt, dann hast du wirklich eine konkrete Vorstellung davon, was Diabetes bedeutet, wie die Insulinresistenz entsteht, wie man dagegen vorgehen kann und was eben richtig ist und was falsch ist. Und dann kannst du Gas geben. Und glaub mir, dann sparst du dir am Ende viel Leid und Schmerz in der Zukunft. Diese ganzen Dinge, die dich vielleicht erwarten,
sparst du dir dann, weil du weißt, wie du dagegen vorgehen kannst. Proaktiv, wie du jeden Tag die richtigen Entscheidungen triffst. Und das ist ein Geschenk, weil viele haben das nicht. Ja, viele haben das nicht. Und bei vielen ist es auch schon zu spät. Lass es bei dir nicht auch zu spät werden. Geh die Sache an, komm zu uns in einem Gespräch, dann können wir uns die Sache anschauen und dann geht's für dich in die richtige Richtung. Ich kann es dir nur empfehlen, zwingen kann ich dich nicht. Am Ende ist es deine Entscheidung, aber glaub mir, du wirst mir dankbar sein, wenn du an einem Punkt stehst, wo du einfach weißt, was zu tun ist, was du für dich selber machen kannst. Sei es dir selber wert. Du kannst ja eh nichts verlieren, du kannst ja nur gewinnen. War wieder ein kleiner Augenöffner, du merkst schon, ein wichtiges Thema, aber ich sehe leider zu häufig, dass viele Leute das leider nicht ernst genug nehmen, das auf die leichte Schulter nehmen und denken, sie sind in Sicherheit, nur weil sie eine Handvoll Medikamente schlucken und die Werte gut sind. Auf dem kann man sich nicht ausruhen, glaub mir. Ich hoffe, das ist angekommen, du hast das verstanden und dann sehen wir uns vielleicht schon bald in einem persönlichen Gespräch. Würde mich sehr freuen, dir da weiterzuhelfen und ansonsten hoffe ich, du konntest wieder was mitnehmen und du bist natürlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin, wie immer natürlich, beste Gesundheit. Ciao, dein Peter.